Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tipps und Tricks Video. Ja, wie ihr schon an meinem Outfit erkennen könnt, gibt es wieder ein Event aktuell. Und zwar nennt sich das die Gruselernte. Da könnt ihr insgesamt 9 Dinge als Belohnung bekommen. Und ich sage euch jetzt mal eben von der Übersicht her, was ihr jetzt erstmal machen müsst. Und zwar, ihr müsst ganz zu Anfang, bei mir steht es jetzt ganz unten, ihr müsst ganz zu Anfang den verfluchten Kürbis sehen. Davon könnt ihr 800 Felder bestücken. Wenn ihr noch einen Freund oder eine Freundin habt, die bei euch Rechte haben, etwas zu bauen, dann könnt ihr insgesamt 1600 Felder anlegen. Ihr könnt das Ganze leider nur einmal im Jahr, also eine Jahreszeit über machen, und zwar im Herbst. Bekommt dafür auch nur einen Edelstein, also viel ist es nicht. Und was ganz, ganz Schlimmes, es dauert 8 Stunden, bis ihr das Ganze dann wieder ernten könnt. Das heißt, für kleine Farmen, die gerade angefangen haben, oder für Leute, die nur 2 oder 3 Farmen haben, wird das Ganze schon ziemlich lange dauern und ihr braucht wirklich viel Zeit dafür. Wie immer könnt ihr das Ganze beschleunigen, also sprich um die Hälfte verkürzen, indem ihr Sprenkleranlagen baut. Für diejenigen, die nicht wissen, was ich meine, das ist das hier, Sprinkleranlagen. Die kosten allerdings pro Feld, beziehungsweise es werden immer 2 Felder, also immer das da drüber und das da drunter wird bewässert, kostet das Ganze 1 Medaille. Ist also leider auch nicht ganz günstig. Ja, im Laufe der Zeit, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Ach so, was ich noch sagen wollte, die Kürbisse kosten euch pro Feld $250. Ja, und ihr könnt halt Gemüse dabei rausbekommen, aber ich denke mal, das ist am unwichtigsten. Im Laufe der Zeit werdet ihr dann den hohlen Baum freischalten. Davon könnt ihr dann leider nur 45 insgesamt pro Farm bauen. Hier gilt nicht, dass eure Gäste das Doppelte bauen können wie bei den Feldern, sondern ihr könnt die nur alleine bauen, aber es gilt pro Farm. Die kosten euch pro Platz 5000 Gold, geben euch immerhin noch 3 Edelsteine und ihr könnt die ebenfalls nur im Herbst ernten. Bauen könnt ihr die immer, allerdings nur im Herbst ernten. Gibt im Übrigen auch Wolle dann raus. So, dann sage ich euch mal kurz, wie das Ganze abläuft. Und zwar müsst ihr erstmal insgesamt 800, also ein komplettes Feld, von diesen Kürbissen ernten. Dann erhaltet ihr einen Zaun, einen Kürbiszaun. Und zwar den, der hier vor mir steht. Man kann es jetzt ehrlich gesagt nicht so genau sehen. Ich gehe mal ein bisschen nach vorne. Das ist dieser Kürbiszaun. Finde ich ziemlich klasse. Die erhaltet ihr nach 800 Kürbissen. Also sprich nach einem kompletten Feld. Dann nach 1600 Feldern, also sprich zweimal komplett ernten, erhaltet ihr die Kürbislaternen. Dazu kommen wir gleich noch. Nach 2400 Feldern erhaltet ihr den hohlen Baum. Das ist dieser Baum, den ich euch eben gezeigt habe. Dann splittet sich das Ganze. Bei 3200 Kürbissen erhaltet ihr diesen Hut, den ich jetzt hier habe, diesen Hexenhut. Allerdings mit so einem orangen Band drin. Bei 4000 erhaltet ihr hier diesen lilanen Hut. Und bei 6000 von den Kürbissen erhaltet ihr einen Sarg, den zeige ich euch gleich auch nochmal. Wenn ihr 200 Bäume geerntet habt, dann bekommt ihr dieses süße Halloween-Oberteil, beziehungsweise es ist ein Komplettset, also es ist das Oberteil und die Hose ist zusammen. Bei 500 von den geernteten Bäumen erhaltet ihr die Fledermaus, die da hinten gerade bei mir im Hintergrund am Fliegen ist, die man leider jetzt nicht ganz so toll sieht, weil es gerade dunkel ist. Wir warten vielleicht noch einen kleinen Moment, bis die Schmetterlinge drüber sind. So, jetzt ist es ein bisschen heller. Das ist dann euer Begleiter. Und bei 1000, also wenn ihr alles komplett habt, erhaltet ihr diese komischen Schrauben, die bei euch im Kopf, also bei mir im Kopf drin sind, nicht bei euch. Sieht so ein bisschen Frankenstein-mäßig aus. Die könnt ihr übrigens an jede Frisur dran machen. Nur, was ein bisschen blöd gemacht ist, mal wieder, wenn man den Hexenhut aufzieht, hat man diese Kurzhaarfrisur. Also es sieht eher so, ja, nach einem Mann aus, beziehungsweise,
nach kurzen Haaren halt eben. Und was ich immer noch sehr schade finde, weil es ist jetzt nicht so schwer, das so zu programmieren, dass der Pony einfach bleibt und hinten die Haare, diese langen Haare, die ich sonst immer habe, dann auch lange drin bleiben. Ja, wir schauen uns jetzt noch mal eben schnell die anderen Sachen an. So, wenn ihr ins Haus reingeht und in euer Baumenü reingeht, in der zweiten Kategorie ganz unten findet ihr dann das sogenannte Gothic-Bett. Ich werde das mal hier eben platzieren. So, das sieht dann so aus. Eigentlich ganz lustig, weiß nicht. Oh, man kann sich sogar reinlegen. Ich schaue es mal von ein bisschen weiter an, weil sonst erkennt man es nicht. Es sieht irgendwie schon ziemlich süß aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die letzte Sache, die ich euch noch eben zeigen kann, da habe ich mich eben, glaube ich, versprochen. Und zwar die Kürbisse, glaube ich, kriegt ihr erst ab 1600, also den Zaun. Und ab 800 bekommt ihr diesen Kürbisanhänger. Der ist normalerweise an euren Haustier dran, allerdings an Flughaustieren findet ihr jetzt sowas nicht. Ich mache das mal eben bei einem Hund. Da seht ihr das Ganze. Also so sieht der Anhänger dann aus. Ein kleiner Kürbis, der für euren, ja, vierbeinigen Begleiter auf jeden Fall möglich ist anzuziehen. Bei den Katzen geht es auch, aber bei allem, was irgendwie fliegt, die haben ja kein Halsband an, da könnt ihr das Ganze leider nicht sehen. Deswegen nur für eure Hunde und eure Katzen aktuell. Ich hoffe, dass euch das Video weitergeholfen hat und ja, dass wir uns dann im nächsten Tipps und Tricks Video wiedersehen. Bis dann, ciao!